Herzlich willkommen zur Übersicht des Rückrundendrafts. Die ganze Zusammenfassung, was es denn an Wechseln gab, wie sich die Teams verändert haben. Ich habe mir den gesamten zweistündigen Draftstream angeschaut, damit ihr es nicht tun müsst und damit ich euch nicht nur sagen kann, was sich getan hat, wer gewechselt wurde, sondern auch welche Gründe genannt wurden. Wir gehen jetzt alphabetisch durch. Dementsprechend fangen wir an mit den Akatsuki Amphibians. Und was soll ich sagen? Die mussten definitiv was am Team ändern. Ich meine, wir alle wissen, wie das in der Runde war, Giftspitzen. Kritische Sache, der erste Switch hat sich natürlich direkt darauf fokussiert. Vorher muss ich aber noch sagen, Barry war nicht mit dabei und so wie ich das verstanden habe, war Mindtube quasi vollkommen alleine für den Rückrundendraft verantwortlich, hat im Endeffekt alles hauptsächlich selbst gemacht, auch wenn Barry wohl hier und da ein bisschen mitgeredet hat, aber die letztendlichen Entscheidungen scheinen alle von Mindtube gefällt worden zu sein, von daher viel Druck auf ihm, das Team sowohl für den Singles als auch den Doubles-Kader aufzubauen für die Rückrunde. Er sagte, sein primäres Ziel sei tatsächlich, Barry und den Singles-Kader zu retten. Von daher bin ich sehr gespannt, ob er das schaffen wird. Er fängt an mit einem Wechsel im A-Tier. Olangar geht raus, Gengar kommt rein. Und ja, natürlich für die Toxic Spikes. Es ist natürlich erwartbar gewesen, sie brauchten einen Grounded Poison-Type, der da einfach gegen die Toxic Spikes gut arbeiten kann, der sie absorbieren kann. Und ich sag's mal so, Gengar ist natürlich auch für deutlich mehr gut. Ein offensives Geist-Pokémon baut sehr viel Druck auf viele Teams aus. Allerdings hat Gengar auch Supportmöglichkeiten, auch wenn das natürlich nicht an die Supportmöglichkeiten von Olangar ranreicht. Trotzdem ein sehr sinnvoller Pick, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dann wird's traurig, denn es trifft ihn. Unseren Boy, Schlaraffel. Schlaraffel wird leider rausgeschickt. Trauriger Abschied. Mindtube fand ihn super geil im Doubles, hat ihn schweren Herzens abgeben müssen. Der Pick sei rein für den Singles-Kader, weil Barry mit Schlaraffel dann einfach nichts anfangen konnte im Singles. Dementsprechend muss er gehen und es wird ein zweiter Drache geholt, und zwar Fortunator. Den Boy hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich zugeben. Es ist zwar ein zweiter Drache, jedoch teilen sich Knackrack und Fortunator nur die Drachenschwäche, keine weitere Schwäche, weswegen das wohl kein Problem werden sollte. Des Weiteren hat er Rundumschutz und Rapid Spin, also durchaus Möglichkeiten, das Team zu supporten, und vor allem sei es kein Dead Slot mehr in der Singles Division. Als drittes geht Arcani raus, auch wenn Present natürlich protestiert hat. Arcani wird gebencht und dafür kommt Galalavados, ein weiteres Feuer-Pokémon, aber vor allem auch ein Unlicht-Pokémon. Arcani wurde einfach als Trash bezeichnet, hat im Team wohl einfach nicht performt, macht vieles, aber nichts richtig, so meint you. Und ja, wir nehmen jetzt eine Kleinigkeit vorweg, die später kommt. Es sind jetzt sowohl Latias als auch Latios im Umlauf. Latios wurde nämlich tatsächlich gepickt im Rückrundendraft. Und Mindtube ist der Angstschweiß wohl eiskalt über den Rücken gelaufen, als er das gesehen hat. Und dementsprechend brauchte er wohl was mit der Geistresistenz. Und Geistresistenzen gibt es wohl fast gar keine mehr im A-Tier. Dementsprechend hatte er quasi die Wahl zwischen Relaxo und Galalavados. Und er sagt, Galalavados da definitiv eher der Pick, weil er ihm auch noch eine Psychoimmunität gibt, vor allem wegen Psyshock. Generell Galalavados natürlich gut im Doubles. Es gab ein paar Fragen, wie er im Singles performt, aber er wird auch da definitiv einsetzbar sein. Es ist ein bisschen schade darüber, dass er keinen Rückenwind hat, aber er hat mit Ränke Speed auf jeden Fall Potenzial zu sweepen auch. Die Weep-Frösche bleiben tatsächlich bei drei Wechseln. Das war's. Man hatte zwar zum Beispiel noch über Galaarctos nachgedacht, aber sich dann am Ende doch für den Starplayer Minimew aka Vesperit entschieden. Und ja, ich glaube, das war auch einfach richtig. Vesperit, definitiv eins der Mons, was bei den Akatsuki Amphibians in der Hinrunde aufgefallen ist. Ich persönlich bin natürlich super, super traurig darüber, dass wir Schlaraffel nicht ein weiteres Mal sehen. Ich fand den Pick sehr, sehr cool und der war tatsächlich gar nicht so schlecht im Doubles, vor allem mit Raichu zusammen. Ja, Raichu, Schlaraffel war eine geile Kombo. Wenn die auf dem Feld war, war das echt scary, obwohl das nur das C- und D-Tier-Mon war. Sehen wir jetzt leider nicht mehr und ja, gegen die Giftspitzen sind die Akatsuki Amphibians jetzt wahrscheinlich auch nochmal deutlich besser aufgestellt. Und ich hoffe, sie können in der Rückrunde auch mal richtig mitspielen gegen die Gegner, anstatt gegen kleine vergiftete Stacheln. Kommen wir also zum nächsten Team und das sind die Fennant Gator, die in der Hinrunde, vor allem in der Singles Division, natürlich nicht unbedingt gut abschneiden konnten. Von daher werden sie alle vier Wechsel ausnutzen und das ist wahrscheinlich auch der richtige Call. Was mich aber überrascht hat, ist der erste Wechsel. Togekiss geht raus.
Ich habe es nicht kommen sehen. Ich finde, Togekiss ist ein unglaublich vielseitiges Mon, aber die Fennec Gator entscheiden sich hier lieber für Zapdos. Sie sagen, Togekiss war als S-Tier-Pick super underwhelming und hat wohl vor allem im Doubles einfach nicht performt und Zapdos würde einfach alles, was Togekiss macht, besser machen. Ich sag, Zapdos natürlich auch ein unglaublich gutes Pokémon, gar keine Frage, aber es ist trotzdem ein bisschen schade, Togekiss gehen zu sehen, weil ich Togekiss eigentlich doch sehr mag. Der zweite Wechsel ist im B-Tier und zwar wird Celebi rausgeworfen und dafür kommt Gardevoir, wahrscheinlich definitiv ein Fan-Favorite. Maxi wirft Celebi vor allem raus, weil er sich mehr offensive Power wünscht, aber Gardevoir bringt natürlich trotzdem noch einiges an Support-Möglichkeiten mit, kann aber auch mit Gedankengut oder sonst was Setup betreiben, also auch hier ein durchaus vielseitiges Mon. Natürlich haben wir jetzt hier auch den Fairy-Type-Ersatz für Togekiss, ne? So ein Feentypen im Team ist immer wieder gut gegen Drachen, definitiv, und man hat hier auch noch die Fährte, was natürlich teilweise sehr, sehr gut sein kann. In der Liga sind unglaublich starke Fähigkeiten unterwegs. Im Doubles ist natürlich mit Fährte immer so die Sache, weil ein random Gegner-Pokémon ausgesucht wird, dessen Fähigkeit kopiert wird. Aber trotzdem durchaus gute Möglichkeiten, mit Fährte da was zu machen und auch nervig für den Gegner im Teambuilding, weil er immer im Hinterkopf haben muss, die Fähigkeit ist gut für mich, aber Gardevoir kann sie kopieren. Der dritte Wechsel ebenfalls im B-Tier und zwar Smogmog geht raus. Smogmog hauptsächlich gepickt für den Doubles-Kader ursprünglich, wurde da aber dann fast nur mit Schwebe gespielt und war den beiden einfach wohl zu passiv. Dafür kommt rein, und das hat mich richtig gefreut, Roserade. Ich bin ein riesen Roserade-Fan, von daher super, super happy, dass die den gepickt haben. Und es ist nicht nur ein Giftmon-Ersatz für Smogmog, nein, es ist auch gleichzeitig ein Pflanzenmon-Ersatz für Celebi. Bisschen offensiver vor allem für den Singles-Kader und auch gute Supportmöglichkeiten mit Pulverattacken und Hazards und sonstigen Gedöns. Von daher auch im Doubles sehr gut. Kommen wir zum letzten Pick, wo das CD-Tiermon ausgetauscht wurde, beziehungsweise so ein bisschen hin und her geschoben wurde, denn eigentlich wurde Blitzer ja im D-Tier gepickt und Ordoch als D-Tier-Pokémon dann im CD-Tier, wo man sich aus einem der beiden Tiers was aussuchen durfte. Da Blitzer allerdings rausgeht und ein C-Tier-Pokémon gepickt wurde, ist Ordoch quasi in den D-Tier-Slot gefallen und das neue Pokémon, was Gorgason tatsächlich ist, ist in den CD-Tier-Slot gerutscht. Blitzer wurde auch quasi gar nicht gespielt und auch wenn Smogmog mit seinem Reaktionsgas jetzt weg ist, was ja letztens die Rasanz unterdrückt hat, sind die beiden einfach nicht zufrieden gewesen mit Blitzer offenbar. Und sie wollten vor allem auch einen Bizarro-Raum-Konter, weil wir haben den einen Spieltag im Hinterkopf, ja, wo Gastrodon im Bizarro-Raum einfach endlos viel Work gemacht hat, was dann super gut von Ordoch supported wurde. Und die Fennec Gator wünschen sich da einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten und Gorgason natürlich super langsam unterwegs, aber eine insane spezielle Durchschlagskraft, das darf man nicht vergessen. Ich glaube 145 Spezialangriff oder so, insane. Des Weiteren hat man aber auch Möglichkeiten, da was anderes draus zu machen. Ja, die Fähigkeiten sind sehr interessant. Wir haben Bruchrüstung und wir haben dann auch noch Unheilskörper, was ja auch eine super interessante Fähigkeit ist. Vor allem, wenn man das dann irgendwie mit zwei, drei Protects verbindet. Ne? Da kann man vielleicht mal was rausforcen, was sonst durchs Team gehen würde. Obwohl es natürlich immer noch riskant ist, weil keine hundertprozentige Chance, dass das proc't und so weiter und so fort. Aber Gorgason, sehr interessantes Pokémon. Ich freue mich sehr darauf, das zu sehen. Ich glaube, die Fennec Gator wollten insgesamt einfach ihr Team ein bisschen offensiver aufstellen und das ist ein Thema, was sich durch viele Teams der Liga zieht, definitiv. Aber ich glaube, die Fennec Gator haben hier auf jeden Fall eine gute Arbeit geleistet. Es sieht nach einem starken Team aus und ich bin sehr gespannt, ob sie sich in der Rückrunde zurückkämpfen können. Kommen wir zum nächsten Team, wo die Hinrunde ebenfalls alles andere als gut lief, die Royal Bluff. Und sie fangen direkt an mit einem Wechsel im CD-Tier, denn Keifel war fast nie dabei und wenn er dabei war, hat er eigentlich auch nicht viel gemacht. Und des Weiteren wünschen sich die Royal Bluff ein Blitzfängermon und da war ich sehr überrascht, es kommt Voltenso rein. Seitdem Mega Voltenso kein Ding mehr ist, habe ich Voltenso irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber sehr cool, den Boy zu sehen. Ganz flott unterwegs und vor allem haben sie jetzt auch noch eine Rising Voltage Option, die man in Kapurikis Elektrofeld natürlich sehr, sehr gut verwenden kann. Auch hier definitiv ein eher offensiveres Mon als Keifel. Und der zweite Pick kommt einerseits überraschend, andererseits gar nicht. Mimikma fliegt raus. Im Singles war es nie so wirklich mit dabei, aber im Doubles hat Mimikma wirklich stark gestartet, hat dann aber auch stark nachgelassen. Ja, war am Anfang irgendwie führender in der Killrangliste und dann ging es irgendwie nur noch bergab.
Und es ist auch irgendwie nie wirklich zurückgekommen. Von daher wird Mimik mal jetzt gesackt und dafür kommt Mosquito rein. Wohl erstmal wegen der Bodenresistenz, die Royal Bluff sehr gerne haben würden. Und es hat halt auch einfach einen sehr, sehr starken Move-Pool in der Offensive. Ein weiterer Grund, warum Mimik mal gesackt wurde, ist wohl, dass Durengard einfach das bessere der beiden Geist-Pokémon ist. Vor allem im Singles hat Black Link wohl immer wieder die Wahl zwischen Durengard und Mimik mal gehabt und hat sich jedes Mal für Durengard entschieden. Deswegen Mimik raus, Mosquito rein. Tatsächlich skippen die Royal Bluff die dritte Runde des Rückenrundendrafts, was mich ein wenig überrascht hat, muss ich zugeben. Ja, sie stehen ja recht weit unten in der Tabelle. Von daher würde man fast erwarten, dass so viele Mons wie möglich ausgetauscht werden, aber sie skippen und hoffen auf etwas und das passiert tatsächlich, denn Smogmog wurde gedroppt. Wir haben es gerade schon gehört, die Fennekäder haben in der vorletzten Runde ihr Smogmog gedroppt und das schnappen sich die Royal Bluff in der letzten Draftrunde. Dafür muss Serapendra raus, also ein Wechsel im B-Tier. Ele gibt Serapendra wirklich schweren Herzens ab, muss man definitiv sagen, aber sonst gibt es nicht allzu viele Kommentare zu diesem Wechsel, außer dass Smogmog halt mit Schwebereaktionsgas und den Giftspitzen eine Menge Möglichkeiten mit sich bringt. Ich muss sagen, ich sehe den Punkt mit Mimima sehr und Voltenso ist natürlich auch ein cooles Pokémon, aber ich war durchaus wirklich überrascht, dass Serapendra rausgeworfen wird. Ich glaube, Serapendra war ein Mon, was den Royal Bluff in der ein oder anderen Situation wirklich weitergeholfen hat, auch wenn es am Ende vielleicht nicht zum Sieg gereicht hat. In der Singles Division wohl deutlich weniger beliebt als in der Doubles Division, aber das ist, glaube ich, der erste Wechsel, den wir heute sehen, der eher in die Defensive geht. Ne? Smogmog offensiv natürlich nicht so stark wie Serapendra und vor allem auch nicht so schnell. Aber die Royal Bluff wollten auf jeden Fall ein Gift-Pokémon behalten, denn die Giftspitzen sind diese Season ja wirklich überall. Schauen wir mal, ob dieser neue Kader sie etwas weiter nach oben befördern kann. Die Scherzkekse hatten wohl zwei verschiedene Draftpläne am Anfang und haben sich im Vorhinein für einen entschieden und waren sich sehr, sehr froh, sich für diesen entschieden zu haben, denn Selfe, was wohl ein sehr, sehr wichtiger Part des anderen Plans war, wurde weggepickt. Dazu kommen wir gleich noch. Von daher die Scherzkekse mit ihrem ersten Plan, mit dem sie anscheinend auch sehr gut durchgekommen sind und da haben wir gerade schon gehört, Latios wurde gepickt. Es waren die Scherzkekse. Kagoron geht und Latias kommt. Hier erneut wieder ein wesentlich offensiveres Mon, wobei Latios natürlich auch defensives Potenzial hat. Und das ist hier auch wieder der Plan. Die Scherzkekse sagen, sie wollen generell ein eher offensiveres Team haben und Kagoron war vor allem in der Singles Division wohl nicht oft genug dabei. Latios offensiv natürlich super scary, war wohl in der Season 8 der GPL gar nicht mit dabei, von daher ist der Movepool und so noch so ein bisschen im Unklaren für einige Teilnehmer wahrscheinlich. Und vor allem war Porygon Z wohl super enttäuschend als spezieller Breaker, da sind wirklich böse Worte fast schon gefallen gegen Porygon Z, das soll Latios jetzt eher übernehmen. Im zweiten Wechsel trifft es Kabutops und das ist wahrscheinlich nicht allzu überraschend für einige. Kabutops hat nicht allzu viel gerissen diese Season, hat zwar coole Fähigkeiten vielleicht, aber es hat nicht gereicht. Stattdessen kommt Somnivora rein. Und Somnivora wurde als ultra billig im D-Tier und als Mini-Cresselia bezeichnet, was man natürlich irgendwo so ein bisschen sehen kann. Des Weiteren ist es wohl ein schöner weiterer Erdbebenpartner für Landorus, also für Demeteros, hat einen super guten Status-Move-Pool definitiv und auch eine sehr langsame Staffette für Momentum. Von daher erhoffen sich die Scherzkekse hier deutlich mehr Usage als aus Kabutops. Nach dem dritten Wechsel der Scherzkekse haben einige in der Liga wirklich aufgeatmet. Man hat es im Hintergrund förmlich gehört. Zytomega wird gedroppt. Es ist definitiv eine Überraschung. Zytomega hat sehr viel Work gemacht in der Hinrunde, finde ich. Und war absolut gefürchtet. Stattdessen holen sich die Scherzkekse einen Ersatz für Kagurons Typing, Stahlflug, und zwar Cramor. Ist wohl fast schon Tradition in der GPL, dass Kagoron zur Halbzeit mit Cramor ersetzt wird. Von daher gehen sie da direkt mit rein. Cramor jetzt aber im A-Tier, ein bisschen preiswerter als sonst. Es soll vor allem besser zu Downys Spielstil passen mit U-Turn und auch ein bisschen Support. Sie freuen sich extremst darüber, ein Verhöhner-Pokémon zu haben anscheinend. Und ja, wir haben viele Möglichkeiten. Rückenwind, wir haben Mirror Armor und auch Anspannung, denn wir wissen ja, wie viele Bären diese Season unterwegs sind. Das ist ja fast noch mehr als sonst.
Kommen wir zum letzten Wechsel, denn auch die Scherzkekse nehmen sich alle vier Wechsel vor. Und ja, wir haben es vorhin gesagt, Porygon Z wurde ziemlich fett weggedisst. Von daher ist es vielleicht nicht so überraschend, dass es jetzt auch ausgewechselt wurde. Es war wirklich wohl eine Enttäuschung und sie waren überhaupt nicht zufrieden. Und selbst Togedemaru hat wohl mehr im Singles gemacht als Porygon Z, was vielleicht ein wenig kritisch ist. Des Weiteren wünschen sie sich wohl ein Elektromon für Singles und nehmen deswegen Riffex. Der ist natürlich auch nochmal sehr, sehr geil gegen die Giftspitzen, gar keine Frage. Und auch ein schöner Konter gegen Wasser-Pokémon, die in der Hinrunde durchaus Probleme gemacht haben teilweise. Ja, wir denken da an Volcanion und so weiter, wo versucht wurde mit Lehmschuss Milotic gegenzuarbeiten, aber das war jetzt auch nicht unbedingt das Beste. Aber Riffex hat auch eine Menge Support-Möglichkeiten. Ja, vor allem wenn es darum geht, Statuswerte zu verringern, hat der Boy einen ziemlich großen Move-Pool. Sie sagen dann auch noch, dass sie ihren Spielstil mit diesen Wechseln quasi komplett über den Haufen geworfen hätten, vor allem im Singles. Sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, ja, wir haben definitiv Latios im S-Tier, was sehr anders ist als Kagoron. Aber dafür haben wir halt auch wiederum Kramor im A-Tier. Porygon Z und Riffex, weiß ich nicht, ob die beiden sich jetzt so viel tun. Und ja, wir haben dann technisch gesehen noch Somnivora, was dann defensiver ist als Kabutops. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein vollständig unterschiedlicher Spielstil jetzt ist, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Änderungen, die den beiden helfen sollen, Meister zu werden. Und ich bin sehr gespannt, ob diese Wechsel das Zünglein an der Waage sind. Jetzt kommen wir zum Comeback-Team der Saison, die Soul Blaze. Present und Razor wollen ihr Team noch offensiver ausbauen. Wie gesagt, das ist irgendwie das Thema des ganzen Rückrundendrafts. Trotzdem wird den ein oder anderen definitiv der erste Wechsel überraschen. Hutsasa geht raus. Hutsasa natürlich ein sehr gefürchtetes Mon, allein schon wegen der Pilzspore, super ätzend im Doubles, generell einfach nur ultra Abfuck, aber den beiden nimmt Hutsasa einfach in ihrem offensiven Team zu viel Momentum raus. Ne, wir denken da an Kurelei als Beispiel, was sich ja gegen Hutsasa gesetupt und dann gesweept hat, und alleine deswegen hat Present es wohl nicht gegen die Victory Instinct mitgenommen, weil er Angst vor Gedankengut Kapu Kime hatte. Und das ist natürlich ungünstig, wenn alleine die Angst vor etwas einen schon dazu zwingt, es nicht mitzunehmen. Stattdessen holen sich die beiden Boreos in der Tiergeistform und das ist natürlich auch ein sehr, sehr ätzendes Mon. Wir behalten also die Belebekraft, kriegen aber dafür deutlich mehr Offensive und vor allem auch mehr Möglichkeit für Momentum mit der Kehrtwende. Trotzdem haben wir natürlich auch noch defensives Potenzial und die beiden legen da besonderen Wert auf die Kampf- und Pflanzenresistenz von Boreos. Und ja, wir bleiben tatsächlich bei der Belebekraft, denn sie holen sich ein weiteres Belebekraft-Pokémon. Dafür geht Lucario tatsächlich raus, was mich durchaus überrascht hat, denn Lucario hat das ein oder andere Mal ganz gut Work gemacht, ne? War jetzt nicht unbedingt der Star-Player, aber war durchaus solide, fand ich. Aber vor allem verlieren sie damit ihr Prügler-Pokémon, ihr Redlichkeits-Pokémon. Und ich weiß nicht, so viel wie Prügler-Redlichkeit diese Season gespielt wird, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, so einen Mon im Team zu haben, einfach um den Gegner dazu zu zwingen, sich darauf vorzubereiten. Trotzdem geht Lucario raus und Wishu kommt rein. Und da muss ich kurz eine Anekdote raushauen, denn das ist tatsächlich eins der allerersten Competitive Mons, die ich mir damals in Pokémon X und Y gezüchtet habe. Von daher bin ich persönlich natürlich super gehypt auf Wishu. Wer nicht so gehypt ist, sind die Toon World, denn die wurden damit mal heftigst gesniped, die wollten den Boy wohl auch unbedingt haben. Die Scherzkekse waren wohl angeblich auch interessiert, also Wishu auf jeden Fall heiße Ware hier. Letzte Season gab es wohl des Weiteren denselben Wechsel von Regibang, Lucario raus und Wishu rein. Jetzt haben wir halt diesen Double Regenerator Core, der halt super, super ätzend sein kann, vor allem weil beide Kehrtwände haben. Und Wishu ist natürlich auch super gut im Doubles. Ja, wir haben den Mogelhieb, wir haben Supportmöglichkeiten wie Quick und White Guard, also Rapid und Rundumschutz. Aber wir haben halt auch Möglichkeiten zu breaken, denn wir haben so Sachen wie den Turmkick. Wishu auf jeden Fall durchaus vielseitig einsetzbar. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Der nächste Wechsel trifft Razor ein wenig auf persönlicher Ebene, denn auch wenn Feuerattacken im Regen natürlich nicht so stark sind, wird er Lavados wohl durchaus vermissen. Im Singles hingegen hat Lavados kaum Auftritte bekommen, von daher wird Lavados rausgenommen und es wird ein Pokémon reinkommen, was wenigstens ein wenig vom Regen profitieren kann, und zwar Viscogon. Natürlich mit der Fähigkeit Hydration und der Lehmbrühe am Start, aber Viscogon natürlich auch einfach ein Biest, vor allem wenn es um spezielle Defensive
Defensive und auch Offensive geht. Es ist ein super Fähigkeitenpool, denn wir haben auch noch die Viskosität, die super ätzend sein kann. Viscogon kann hart reinballern, kann man theoretisch auch physisch spielen. Wir haben sogar auch noch den Vegetarier am Start und es ist definitiv ein gefürchtetes Mon. Ein weiterer Grund für den Wechsel ist auf jeden Fall, dass drei Flying-Types, also drei Flug-Pokémon, vielleicht doch ein wenig zu viel sind. Die Soulblaze schöpfen ihr volles Potenzial aus und der letzte Wechsel kommt wahrscheinlich am überraschendsten, selbst überraschender als Hutsasa, Alola Raichu geht raus. Und damit haben die Soulblaze tatsächlich ihr komplettes B-Tier ausgetauscht. Alle drei Mons aus dem B-Tier wurden tatsächlich ausgetauscht. Anstatt Alola Raichu kommt eine andere regionsspezifische Version dazu, und zwar Galalamos. Und hier geht es natürlich auch wieder um die Giftspitzen, denn wir brauchen hier noch einen Gifttypen, um die Giftspitzen so ein bisschen abzufangen. Des Weiteren wäre Trick Room wohl eine ziemliche Gefahr, da ist Galalamos natürlich eine super Option gegen. Alola Raichu sei im Doubles wohl seltenst dabei gewesen und auch im Singles hätte es wohl mäßig überzeugt. Wir denken da an die Sache mit Demeteros. Und Elektrofeld plus Regen ist aber trotzdem noch eine gefährliche Kombo und baut vor allem im Teambuilding sehr viel Druck aus. Dafür haben wir jetzt den Triple Regenerator Core. Demeteros T, Vishu und Galalamos. Das kann mehr als ätzend sein. Galalamos, guter Bulk, gutes Typing und vielleicht können wir auch ein paar lustige Strats sehen, wie zum Beispiel die Bauchtrommel in Verbindung mit Schnellschuss und Flinkklaue, denn Schnellschuss plus Flinkklaue hat eine 44%ige Chance, als erster zu agieren. Außerdem ist es ein Kurelei-Konter und ich glaube, den können die Soulblaze gebrauchen. Was mich aber definitiv noch sehr überrascht hat, ist, dass Amigento Stahl drin geblieben ist. Nicht, weil ich Amigento nicht mag oder finde, der Boy ist scheiße, sondern vielmehr, weil Amigento Stahl ist nicht einmal dabei gewesen. Weder im Singles noch im Doubles. Es hat bis jetzt nicht einen Einsatz gehabt und da ist es natürlich durchaus überraschend, dass er nicht ausgewechselt wird. Aber die beiden sagen, hey, wir haben jetzt ein neues Team, da findet der eher einen Platz als im alten Team, deswegen behalten wir den. Kommen wir als nächstes zu den Toon World und ihrem Sandsturm-Team und es stand wohl sehr eindeutig im Raum, dass der Sandsturm eventuell aus dem Team fliegt. Procolos ist vielleicht nicht mehr mit dabei, das haben die beiden angesagt, der erste Wechsel kommt aber im S-Tier. Und da sehen wir, Sandsturm fliegt vielleicht wirklich, denn Lectragon geht raus, ja. Zwar weniger Sandsturm-Möglichkeiten, aber Kyurem ist wohl typing-wise deutlich besser, hat mehr Bulk und vor allem kein Hustle. OGDNZ gefällt das. Kyurem natürlich ein sehr gefürchtetes Pokémon und das hat einige in der Liga definitiv nicht gefreut. Danach wollten sie, wie bereits gesagt, eigentlich Vishu picken, wurden aber von den Soulblaze gesniped. Und da möchte ich kurz den Denzel zitieren mit "Es geht jetzt einfach alles den Bach runter." Klingt dramatisch, mal sehen, wie es weitergeht, denn sie finden wenigstens so einen halbwegs Ersatz, so eine Kompromisslösung. Amigento geht im B-Tier raus für Quatermark. Quatermark, ein Mon, was ich komplett vergessen habe, der kleine Lemur aus Alola. Er hat aber ein paar coole Optionen, ja, wir sehen Siegeswille als Konter zu Bedroher und so weiter. Und wir sehen auch Receiver, seine Fähigkeit, die ja beim Tod des Teampartners die Fähigkeit kopiert. Und ich sag, da sehe ich bei den Toon World auf jeden Fall eine Menge Potenzial, sei es der Sandscharrer von Stalobor oder sonst was. Der hat aber auch noch Supportmöglichkeiten im Doubles, denn tatsächlich kann der Boy Elektronetz und das hat einige sehr verwirrt während des Drafts. Es sei nicht so gut wie Weeshoe, aber es ginge halt nicht anders. Von daher Quatermark, der Neuzugang im B-Tier. Der nächste Wechsel entscheidet dann, ob Brocolos und der Sandsturm drin bleiben oder nicht. Und Viridium war zwar wohl cool mit der Prügler-Taktik etc., muss jetzt aber weichen. Denn reinkommt Bismarck und das rettet Brocolos und den Sandsturm natürlich vor dem Rauswurf. Der Sandscharrer-Ersatz für Electragon, aber auch der Normal-Type-Ersatz für Amigento. Das heißt, der Sandsturm-Core aus Brocolos, Stalobor und Bismarck jetzt sehr, sehr stark Gen 5 verseucht. Als nächstes überlegen die Toon World über einen, und da möchte ich wieder zitieren, Psychopathenwechsel, denn es steht im Raum, ob Filinara rausgeworfen wird für Regieleki. Das wäre natürlich eine durchaus offensivere Option. Regieleki ja durchaus auch im VGC vertreten, also eindeutig ein Doublesmon auch. Man entscheidet sich aber dann am Ende dagegen, denn erstmal hätte man dann wohl keinen wirklichen Drachenswitch in mehr und vor allem würde Regieleki aufgrund seiner doch eher suboptimalen Coverage Ground-Types, also Boden-Pokémon, reinforcen und da seien sie nicht allzu gut gegen aufgestellt.
Bleiben noch zwei Teams und das sind beides Teams, die um den Titel kämpfen wollen. Die Victory Instinct und die Volt Wizards. Wir fangen an mit den Victory Instinct, die mit Abstand die wenigsten Wechsel vornehmen werden. Das heißt aber nicht, dass sich gar nichts ändert, denn Rotom muss weichen im CD-Tier und Miltank kommt dafür rein als Ghost Check. Des Weiteren hat es überraschend viele Supportmöglichkeiten wie Eissturm, Vitalglocke oder natürlich die Tarnsteine. Rotom in der Hinrunde einfach nicht überzeugend und Whitneys Lieblingswalzer-Pokémon kommt rein. An den nächsten Kandidaten, der rausgewechselt wird, hatte Bene wohl sehr, sehr viele Erwartungen. Er hat sich sehr, sehr viel erhofft, aber am Ende war es dann wohl angeblich einfach nur Trash, denn Irokex wird die Victory Instinct verlassen. Und sie sagen auch, während des Drafts gab es jetzt noch mehr Konter gegen Bedroher und so weiter. Außerdem fehlt uns ein Pflanzen-Pokémon, von daher kommt Zarude rein oder Zarude. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und daraufhin wurde das Gespräch im Draft-Stream irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil irgendwie alle gesagt haben, The Root ist absolut scheiße, der performt nie, aber wir hoffen, dass der performt, weil der eigentlich cool und stark ist. Aber der ist scheiße. Aber der ist stark. Aber der ist scheiße. Aber er ist stark. Von daher bin ich mir nicht allzu sicher, was ich von dem halten soll. Und das war's dann tatsächlich auch schon. Die Victory Instinct nur mit zwei Wechseln am Start. Es war noch die Frage, ob Pantymos eventuell rausdroppt für wen anders. Aber am Ende sei der einfach zu variabel. Und vor allem mag Nesflo den nicht. Und ich sag mal so, die Victory Instinct sind durchaus in einer Position, wo sie es sich erlauben können, einen direkten Pick oder Nicht-Pick gegen den direkten Konkurrenten zu machen. Des Weiteren war Pantymos in der Hinrunde ja auch alles andere als useless. Und damit kommen wir zur direkten Konkurrenz, dem letzten Teilnehmer der Liga. Und da haben wir natürlich die Volt Wizards. Blocky und Nesflo wollen ihr Team nochmal umstellen, um auch wirklich die Möglichkeit zu haben, mit um den Titel zu kämpfen. Es wird ganze vier Änderungen geben. Die erste, etwas überraschend, Tandrak wird gedroppt. Die beiden sind eigentlich sehr zufrieden mit ihrem Kader und sind eigentlich auch zufrieden mit Tandrak. Trotzdem wollen sie ein wenig mehr Defensive und vor allem wollen sie auch eine schöne Coverage für ihre Boden- und Psychoprobleme. Deswegen kommt das am Anfang erwähnte Selfe rein. Selfe jetzt neu im B-Tier dabei, ist natürlich ein guter Rock-Support, hat nicht die schnellste Kehrtwende und bietet somit einige Optionen für das Team. Tandrak hatte wie gesagt eigentlich eine starke Hinrunde, muss aber trotzdem raus, auch wenn sie wohl lieber Mammutl gedroppt hätten und lieber 4 B-Tiermons gespielt hätten. Das ist aber wohl nicht erlaubt. Der zweite Wechsel trifft dann das CD-Tier und zwar Kangama. Kangama war definitiv ein cooler Partner, hatte nicht die größten Auftritte, aber hat Keldeo unter anderem enabled. Von daher hat Kangama auch definitiv Work gemacht diese Season. Trotzdem kommt für Kangama Sneebel rein. Sneebel wohl einfach gut im Doubles und im Singles und vor allem hat es Konzentrator im Gegensatz zu Snibunna, der Weiterentwicklung. Was natürlich sehr, sehr gut ist, denn wir sehen viel Fakeout im Doubles, wir sehen viele Bedrohermons. Da ist ein Konzentrator natürlich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man gegen Bene spielt und er versucht, einen trotzdem zurückschrecken zu lassen. Das ist auch des Weiteren der vierte Fakeout im Team, also wir verlieren kein Fakeout und es ist auch nochmal ein super Konter gegen Psychomons, sowohl in der Defensive wegen der Immunität als auch in der Offensive, weil Sneebel ja ordentlich reinschallern kann. Generell sei es einfach ein besseres Kangama, vor allem auch schneller mit dem Prügler, weswegen wir jetzt nicht unbedingt mehr den Walschall sehen müssen zusammen mit dem Prügler, weil Kangama einfach ein bisschen zu langsam war. Zytomega ist ja in der Zwischenzeit dann frei geworden und sehr begehrt, allerdings sagen die Volt Wizards, es passt einfach halt nicht ins Team, deswegen nehmen sie es nicht. Sie droppen stattdessen Morbites. Morbites hat zwar einen sehr, sehr guten Spieltag gehabt und hat auch durchaus Optionen im Doubles, ist im Singles aber einfach nicht wirklich viable und wird wohl von allem anderen outclassed. Kusha sehr happy, dass er nicht nochmal dagegen verlieren kann und stattdessen kommt Skuntank rein. Natürlich erneut als Giftspitzen-Counter, einfach wichtig diese Saison, aber auch als dritter Dark-Type, also als drittes Unlicht-Pokémon im Team. Und das ist sowohl gut gegen Psycho, als auch gut gegen Strolch, was ja auch einiges rumläuft, ne? Denn die Fähigkeit Strolch funktioniert ja nicht auf Unlicht-Pokémon. Generell einfach ein gutes Typing, nicht unbedingt der Most Premium Move Pool und auch nicht die besten Stats, aber es entlastet wohl X-Butt mit Auflockern, hat ein bisschen Feuer-Coverage und der Finalschlag ist vor allem bei einem D-Tiermon, was vielleicht schnell mal abgeworfen werden kann, gar nicht so schlecht. Und ja, wir haben vorhin gehört, die Volt Wizards hätten lieber Tandrak behalten als Mammutl und dementsprechend wird das Mammutl jetzt treffen. Mammutl fliegt raus im A-Tier und stattdessen kommt, trotz schlechter Erfahrungen aus der NBPL, wo Grabbit die Meisterschaft geworfen hat, Grabbit rein.
Mamutl wurde einfach nicht oft genug und vor allem auch nicht gut genug genutzt. Es ist trotzdem überraschend, denn viele sagen ja, Mamutl zerstört einfach jedes Team. Grabbit natürlich mit einer Menge Durchschlagskraft am Start mit dem Kraftkoloss, hat aber auch ein bisschen mehr Coverage und vor allem, was ihnen wohl sehr wichtig ist, die Kehrtwende, die vor allem Blocky sehr freut im Singles. 4 Änderungen über 4 verschiedene Tiers. Die Volt Wizards sind nun auch neu aufgestellt für den Titelkampf. Und ja, ich bin äußerst gespannt, wer hier das Rennen machen wird. Alle haben Pokémon gewechselt. Die Victory Instinct scheinbar am meisten zufrieden mit ihrem Kader, obwohl sie nicht Erster geworden sind. Da ist natürlich auch noch die Frage, wie spielt El Scizor jetzt hier mit rein als Neuzugang? Es ist spannend. Es wird eine spannende Rückrunde. Und auch wenn das Video vielleicht ein bisschen länger war, hoffe ich, ich konnte euch einen guten Überblick liefern. Bis dahin. Haut rein!